Moin zusammen und willkommen zurück zu Super Mario World. Im letzten Part hat mich eine Fliege bis zum Tode genervt und ich habe sie jetzt eben mit einem Feuerball gekillt. Und jetzt gehen wir in das Donut Ghost House. Und Yoshi muss mal wieder draußen bleiben. Ja, da gehst du jetzt rein, Mario. Keine Angst. Hier sind nur ein paar Geister, die fliegen so hier gegen. Lau. Au. So. Mal sehen, ob ich das noch hinkriege. Ich gehe schon ein bisschen her. Aber das ist auch voll ein komplexes Rätsel und so. Geh da rein, verdammt. Das sollte ein Strauß werden. Aber egal. Ja, die Münzen kann man linken. Habe ich auch noch nicht gewusst. Habe ich neuerdings erst erfahren. Oh, interessant. Gut, gehen wir weiter. So. Und dann hier. P-Switch. Gehen wir aber rechts rein. Ist hier eine Ranke. Und dann kann man da hochgehen. Und dann ist hier eine Tür. Und dann, wenn wir hier durchgehen, ne? Dann sind wir draußen und können gegen den Fadenmast springen. Nein, gegen die Latte. Nein, gegen den... Ach, ist egal. Das ist so ein Ding, das fliegt die ganze Zeit hoch und runter. Und das spielen wir halt gerne. Dann kriegen wir Punkte und dann können wir das nächste Level. Genau. Aufi! Dum, 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 dum. Jump. Miau. Miau. Guck mal. Ne. Ich hab gerade überlegt, ob ich jetzt fliege, aber. Das wäre ja voll lame. So, jump. Ein jump. Schneller. Komm her. Komm her. Tuck, tuck, tuck. Machen wir den mal eben aus. Ducken uns. Machen den an. Und dann freue ich mich, weil hier Fuzzies sind. Fuzzies! Fuzzies! Ich mag Fuzzies. Auch wenn sie nervig sind. Aber die sind so im Kreis drehen. Bisschen derp, ne? Und nur ein ganz klein bisschen. So. Ah, verdammt. Da wäre ich fast drauf gegangen. Habe ich bloß leider mein Yoshi verloren. Das ist jetzt wohl der Weltuntergang. Das macht mich gar nichts. Ich habe ja noch meine Federn. Und dieses tolle Spiel. Oh, hier, Kopfschmerzen. Was ist? Hui. Jo. So. Oh. Er hat nichts gekriegt. Mein Yoshi ist weg. Egal. Ich hab das Spiel jetzt vorgecrackt. Das rede ich ja nicht für den Müll die ganze Zeit. Komm, ich konzentriere mich mal wieder ein bisschen mehr auf das Spiel hier. Was ist das? Da hört die Welt auf. Mein Gott. Oh nein, stirb, Allah! Keine Discord-Kugel hier. Nein, nein, nein. Und da sind Goombas. Ich dachte früher mal, das wären Äpfel. Echt, die sehen aus wie Äpfel. Und die trollt mich gleich. Na, diesmal nicht. Die sehen echt aus wie Äpfel. Hammerbruder. Die nicht aussehen wie Hammerbruder, aber egal. Die hau ich einfach mal so. Tada! Echt, die sehen aus wie Äpfel. Geh weg. Ich muss da in die Röhre. Weil es geht. Das sind Koopas. Hallo Koopas. Hallo Koopas. Und ganz viele Koopas. Komm her. Komm her. Ich mache jetzt Full Sprung-Action. Okay.
genug Sprung-Action. Wir wollen auch was vom Spiel sehen. Nicht wie Mitch die ganze Zeit zum Affen macht. So. Jo. Ein fliegender Apfel! Und Yoshi. Echt, die sehen aus wie Äpfel. Das sind doch keine Kumbas. Verarsch mich doch. Geh tot. Verarsch mich doch hier. So. Pluck. 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 Ich wollte gerade bis in die Unendlichkeit in den Weltraum fliegen, aber das Spiel lässt mich nicht. Ich war unbesiegbar. Ich hätte die Welt erobern können. Aber nein, ich muss ja die Prinzessin retten. Okay, starten wir Morten einen Besuch ab. Und Yoshi muss mal wieder draußen bleiben. Warum nur? Der könnte so praktisch sein hier. Ah, bist du süß. Ah, bist du süß. Aber ich glaube, die sollte ich lieber nicht anfassen. Die gucken so grimmig. Als ob die irgendwie mit dem falschen Fuß aufgestanden sind. Die haben keine Füße. So. Gehen wir in diese Tür und stellen fest, die sind ganz große. Boah, boah, die sind ganz schlecht drauf. Die haben. Boah, Alter! Geh weg. Hast du was Falsches gegessen oder was? Naja. Oh, der hat gar nichts gegessen. Okay. Ist ja nur noch Haut und Knochen, beziehungsweise nur Knochen. So, jump, jump. Ich möchte gerne darüber. Komm her, du blöder Block. Wenn man auf die Sachen angewiesen ist, ist es voll doof, weil das macht dann keinen Spaß und so. Und, ah. Bla bla. Labu. La. Bitte. Warte. Da. Stirb. Boingi, 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 boingi. Au. Mein Kopf. Er tut so weh. Bis er blutet. Bis er blutet. Jetzt komm. Warum bin ich nicht gesprungen? Ich weiß es nicht. Weil ich Respekt vor dem da oben habe. Deswegen wahrscheinlich. Da. Da. Geh weg. Geh weg. Stirb. Stirb nochmal. Einen grausamen Tod. Geh weg! Ich muss da durch! Ich bin Arzt, ich bin durch! Ne. Ne. Weg! Ich muss zu Morten. Ich muss jetzt voll krass mit dem Wort mit ihm reden. Weil er grün ist. Und eigentlich grau. Ich stirb. Ich glaube, der hat zu viel Spinnen gefressen. Und da haben wir den Morten. Einfach mal so hoch besiegt. Einfach so, wenn es geht. Thank you! Yay, Morten Cooper ist voll besiegt und so. Der ist jetzt nur noch Geschichte. Und die nächste Arena ist im Untergrund von Vanilla Dome. Was für Fallen werden Mario wohl dort erwarten? Und wo ist die Prinzessin eigentlich? Echt, gut. Bevor wir aber den Vanilla Dome machen. Ja, wir speichern. Wie gesagt, werden wir uns erstmal um die ganzen Secret Accesses tun. Und ich werde mal hier im Geisterhaus anfangen. Ja, das kennen wir ja schon bereits. Und zwar gibt es hier einen ganz einfachen. Der ist hier oben. Und dann ist da ein Geist im Weg. Warum? Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg, geht weg. Weg, weg, weg. So, jetzt muss ich erstmal warten, bis die hier alle erschienen sind. Dann müsste es einfach funktionieren. Los, 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 hoch mit dir. Mein Gott. Muss doch nicht so kompliziert sein. So, hier kriegen wir eigentlich ganz viele Leben. Aber ganz ehrlich, mir ist mein Power-Up gerade wichtiger als die ganze Leben. Kacke ich noch ab oder sowas? Kann ich mir zwar gar nicht vorstellen, aber...
allein die Vorstellung, mein Gott. So, dann kriegen wir oben nämlich dieses wunderschöne, total wichtige Level. Oh mein Gott, hier sind total viele Items. Nimm sie. Du Leben, bleib hier. Nimm die Items. Nimm und tu sie in deine Tasche und... Ah, okay. Gut, dann werden wir uns um den Secret Exit hier mal kümmern. Pups. Hi. Hi. Hallo, Beetle. Hallo, Fledermaus. Irgendwo ist da noch ein Beetle. Ich bin der Beetle. Yoshi, ich frisst das Beetle. Dankeschön. Fledermaus. Tot. Ah, jetzt gibt er mir ein paar Münzen. Das ist aber sehr lieb von dir, liebes Fragezeichenblöckchen. Aber auch nicht gerade sehr viele. Frisst der Beetle. Fledermaus! Fledermaus, hier bin ich! Du kriegst mich nicht. Du kriegst mich auch nicht. Und du erst recht nicht, weil du viel zu tief fliegst. War hier noch was? Nein, hier war nichts. Schneller, schneller. Schneller. Secret Exit, ich komme. Ich komme geflogen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich komme jetzt geflogen. Tada! Da. Da-dam, bam. Und da haben wir den Green Plush. Plush. Der liegt mir im Weg. Das geht gar nicht. Den muss man dann hier wieder hinsetzen. Nee, das war nicht richtig. Jetzt ist er auf dem Kopf. Oh Gott. Hint. So. Jetzt warten, bis der Cooper auf der richtigen Seite ist. So. Und dann schieß ihn. Schieß ihn, wie du ihn noch nie in deinem Leben vorher geschossen hast. Warum? Au, warum? Wo war der? Die spawnt. Ich hasse dich. Du hast mein Leben kaputt gemacht. Verdammte Koopas. Das hat zu lange gedauert. Hui! Yay. Bam, 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 bam. Und jetzt kriegen wir grüne Blöcke. Yay! Ich schmeiße sie in alle Welt hinaus. Yeah! Grüne Blöcke! Und speichern, please. The next secret exit is here, on this game, here on this level. And then, we go and fly away! Mein Gott, was habe ich heute gefrühstückt? Ein Weißbrot mit Wurst und eins mit Ei. Das ist total random information that is not very necessary. Doch, it is necessary, but it's not very... I forgot the word for it. Okay. Hello! Warum? Ich habe euch nichts getan. Miau. Aha. Kommst du nicht hoch? Labu! Labu! Ach ja, das war ja die Geschichte. Moment. Komm da noch hoch. So. Hui. Das geht auch mit Yoshi, aber irgendwie habe ich das jetzt gerade falsch. Wieso geht denn das jetzt nicht? Moment. Der ist weg. Es geht mit Yoshi. Das weiß ich. So. So, nächste Secret Access. Give me the key for the Loch. For the rule. That is a very important thing I need. So, let's go to the next level. And make it regular. Before I use the key, so have the secret exit. Ja, ich werde das erstmal regulär durchspielen, bevor ich mir den secret exit hier hole. Du stirbst. Du wirst gefressen. Ah, stirb. Kann man da rein? Oh ja, da kann man rein. Was ist hier?
Ach ja, hier ist er, der schöne. Total nötige Powerblock, den man hier hochfliegen kann. Der, wie gesagt, total unnötig ist. Nein, die wollte ich jetzt... Dankeschön. Dankeschön, liebes Spiel. Dankeschön. Da habe ich vor Schreck glatt den Ballon wieder verloren. Blödes Viech. Nein, Yoshi. Nein. Okay. Ich werde es überleben. Fischi. Fischi, guck mal, Fischi. Da hat sie ihn glatt in eine Münze verwandelt. Schreck. Oh mein Gott. Ah, oh nein, Feuerbälle. Ich tue mich jetzt in Münzen verwandeln. Genau, in Münzen. Den Pre-Switch nehme ich jetzt mit, damit ich genau gegen den Fisch am besten schwimmen kann. Kann man voll scheiße mit schwimmen. Dann schmeiße ich den erstmal weg. So. Hier ist nämlich der Schlüssel to the Secret Exit. Total nicht auffällig. So, da schwimmen wir oben rüber. Weil da eine Yoshi-Münze ist. Nein, weil es einfacher ist. So. Stirb. Okay. Ja, alles wird gut. Und da habe ich schon wieder ein Bonus-Level zum Schluss. Yay. Freu mich. Volle Konzentration. Yay. Give me the lives. Give me the lives. Yay. Ich will noch mehr. Naja, vielleicht gibt es dann im nächsten Part mehr Leben für mich. Und wir werden uns dann hier um den Secret Exit hier unten kümmern. Also bis dann. Tschüss.